Junge! Ich wusste nicht, dass die StarCraft 2 spielen. Was ist das denn für eine Map? Aber jetzt, wo er im Ruhestand ist, natürlich, kann der Barack mal schön Baracken bauen. Das stimmt. Sehr gut, los geht's. Echt. Willkommen zurück bei Formel 1. StarCraft 2 natürlich. Heute auf Spiegel.de war wieder eine große Zusammenstellung der schlechtesten Witze. War wieder schlecht. Ja. Haben wir hier mehr Mineralien? Gefühlt sind das so viele Mineralienfelder, aber es liegt daran, dass die in drei Teile aufgeteilt sind und nicht in zwei, ne? Hä? Ja, da ist so viel Platz zwischen denen, sodass wir hier viermal zwei Mineralpatches nebeneinander haben. Und es sieht irgendwie so anders aus als auf vielen anderen Maps. So anders? Ich habe nicht gewollt übrigens. Ach, wir spielen alles Protoss. Ich bin in Doppel Protoss, alles gut. Ja, vierfach Protoss auf dem Start. Ich glaube, alle wissen, worauf das hinausläuft. Geh mal auf den Stargate. Ja, das, ja, könnte man machen. Was, guck mal, meine Probe fährt über so einen schönen Steinweg. Warum ist hier so ein random Steinplattenweg verlegt? Das, weißt du, wer die Map gemacht hat? Der Hersteller von Insel auf Belshir. Ich dachte hier, der Typ vom Up ins Beet, der immer Betonplatten mag. Was sind das denn hier eigentlich für Windsrams? Die kannst du gut wallen. Machst du eine Barracks hin, ist schon gut. Gegner wallen übrigens, könnten aber auch proxyen. Es sind nur Pylons bisher gesehen worden. Oder sie haben schon geäxt. Der hat da ganz wenig Probes, das wird ein All-In wahrscheinlich. Alles auf Risiko. Ja, dann reicht der erstmal ein Gas, ne? Kann man hier irgendwo... Scoute mal mit einer Probe bitte durch unsere Base. Einfach mal ganz viel... einfach mal ganz viel Shift klicken mit der... Oh, die Probe ist hier! Nimm mal das zweite Gas. Und das erste musst du auf jeden Fall mal nehmen. Du hast immer noch nicht das erste genommen, Zerrock. Doch, ich hab da hingedrückt, aber die machen halt nicht. Ja, bei mir war das auch gerade schon. Das war sehr komisch. Ich hatte das auch. Ich hab Hacker! Zweimal gemacht, das hat nicht Hacker! Funktioniert. Ich hab noch nicht geäxt wegen der Ansage der Kumpel, ne? Auch nicht. Das kann halt auch sein, ich habe die Echsen nicht gesehen. Wenn ihr eine Nexus First gespielt hättet, bei dem anderen hätte ich es gesehen, bei dem einen aber nicht. Einfach zwei Schildbatterien hier hin und gut ist. Wenn der geäxt hat, dann ist alles okay. Was ich aber wirklich brauche, ist mein zweites Gas. Kann ich jetzt Echsen? Nee, ne? Ich überlege, er hatte eigentlich ziemlich wenig Probes. Ja, muss die haben eine Cannon gebaut. Es könnte auch sein, dass die nichts können. Ja, es sieht so aus. Er hat unglaublich viele Cannons in seiner Mainbase. Aber bei dir könnte ein Cannon Rush noch kommen. Da ist wieder eine Probe hingefahren. Da musst du gleich gucken. Jo. Ja. Cannon hat unten gebaut. Ja, einfach Probe killen. Probe ist tot. Und jetzt die, am besten die Pylons nicht mit den Probes draufgehen. Probes zurückziehen und aus sicherer Entfernung auf den Pylon schießen. Sell it! Warum hast du jetzt noch mehr Probes gepult? Weiß ich nicht, weil der Waypoint jetzt da ist plötzlich. So, und an die Mainbase stellen, damit kein weiterer, Dingens dahin kommt. Wobei wir können vom, stell durch mal die Mainbase und guck, dass du keine Probes durchlässt. Mainbase ist hier die Ramp da oben, ne? Während ich, die Cannons von oben abräume. Ja, würde ich sagen, Cannon Rush hart gefailt, ne? Ja, weil wir den ersten Ansatz schon gesehen haben. Und wenn der erste Ansatz scheitert, dann ist der zweite halt noch viel schwächer. Oh Gott, ich hab den Gyormung gemacht. Das ist kein Warpgate eigentlich. Ja. Ja, du hast Chrono Boost 78 mal bestimmt, oder? Nee, habe ich nämlich für die Adepten genutzt, weil da kam ja was an. Ja, ich bin scheiße, aber das bist du ja gewohnt. Alles gut. Kann ich langsam auch exen? Ja. Ich habe schon eine Ex im Bau. Allerdings auch schon ein Oracle auf dem Weg über die Map. Und mein Warpgate ist durch, ja? Ja, ich weiß. Ach ja, ich kann ja gar nicht wirklich angreifen, weil er ja überall 78 Cannons gebaut hat. Ich erinnere mich. Eigentlich müsste dir klar gewesen sein. Trotzdem kriege ich 6 Kills. Was okay, machen es sind nur 3, aber 4. Ja, du bist doch Profi im Spiel. Er ist wieder zurückgefahren, 5. Was machen die denn? 6, da ist nochmal ein Worker rausgefahren. Hier noch eine Shield Battery hin.
Oh, der mit dem Warp-Gate, das ärgert mich jetzt richtig, ey. Der mache ich den Gyomon. Und der Gyomon macht schon keine Fehler. Oh, ich habe eine gute Schleife. Ist auch schön. So ein bisschen Schleifchen machen ist immer schön, ne? Ja, ne? Ja, Immortal auch. Ne, nicht Immortal Warp. Sonst noch so rum. Versuchen wir mit dem Oracle eher zu scouten. Cybercore auf dem Weg. Unglaublich viele Cannons, wie gesagt. Cybercore jetzt schon? Das wird gefährlich. Ja, tatsächlich war er noch nicht für durch. Jetzt ist er gerade durch. Ich hab auch gleich Warpgate! Also es ist völlig egal, dass du kein Warpgate hast, weil... Der hat auch kein Warpgate. Nelson Mandela ist auch nicht so dafür. Der Nelson Mandela mag Kanonen. Spielen wir gegen Jormun? Jormun mag Kanonen? Nicht Jormun mag kein Warpgate. Das ist eine Aussage, die wirklich stimmt. Der mag das wirklich nicht. Das hat er mal gesagt, weil der vergisst er immer irgendwie. Oh, Pylons. Gute Idee. Ich habe so viele Minerals. Ich bin so gut, ey. Wenn du zu viele hast, nimm einfach eine dritte. Die werden in naher Zukunft nicht angreifen. Ich werde auch versuchen, gleich auf eine dritte zu gehen. Ich wollte gerade sagen, da habe ich mal Anschiss von einem professionellen StarCraft 2 Spieler gekriegt. Man macht nicht Mars-Expansion. Ja, wenn du halt am Anfang keine genommen hast, so früh kannst du es machen. Nee, habe ich nicht, weil da Zerg ist sowieso. Ja, Zerg ist ja aber Zerg ist ja different beast of the east. Ne? Beast of the east. Ach ja, stimmt, die Staatsfeinde sind jetzt zeitlich begrenzt, dann nutzt das gar nicht und so viel. Habe ich vergessen. I return to serve! Get to the chopper. Also wenn du zu viele Ressourcen hast, kannst du mir gerne was abgeben. Yeah, ich habe 400 genau. Ja, vor allen Dingen auch Gas. Ich habe 600, oh, da kann ich wirklich... Ich brauche im Moment gar nicht so viel Gas. Kannst du mal mein Gas... Ich nehme mich einen Fleet Beacon schon bauen. Kannst du mal die Hälfte meines Gases haben, wenn man dazu nimmt. Vielen Dank. Fleet Beacon ist am Weg. Du hast gesagt, die sind nicht so gut, hast du gesagt, ne? Ja gut, sie haben halt versucht zu cannonrushen und sind daran gescheitert. Apropos, gegen die Tees absichern. Weil when behind Dark Shrine. Stimmt, Bauen wir ein paar Observers. Ich kann auch nicht nach vorne fliegen und scouten, weil der hat da ganz viele Cannons. Ja, ich versuche mit Revelation mal was zu machen. Hier ist eine Prop im Watchtower. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir sind ganz gut. Die haben die Bases vorne nicht genommen. Ich habe eigentlich das Gefühl, wir sind ganz gut. Ich habe noch kein Gateway ausgeklappt, also es könnte sein, dass sie auf R gehen hinterher. Ich hasse sie. Haben Phoenix, ja, ist ein echter Phoenix. Ja, aber ein Phoenix ist nicht so schlimm. Kann ich meinen Plan allerdings wieder verwerfen? Ja, auch schon. Dann lass doch mal drauf gehen vorne. Nö, ich gehe auf Mars R. Achso. Ich hab nix jetzt so richtig. So, Mothership bauen wir jetzt direkt aus dem Dingens, ne? Ja. Keine Ahnung, ich dachte, das gibt es nicht mehr. Doch, nur kein Mothership Core. Es gab ja auch schon früher ein Mothership und ohne, dass es ein Mothership Core gab. Ja, Mothership ohne Core, das ist so wie Nougat-Stangen ohne Nougat. Das ist ja Quatsch. Nougat-Stangen ohne Nougat? Was sind denn Nougat-Stangen? Das sind so Plätzchens. Gehen die wirklich auf Mars her, oder? Naja, auf jeden Fall haben sie kein Warpgate ausgeklappt. Vielleicht hast du ja auch einfach Warpgate, aber es war auch nichts in Produktion. Dementsprechend. Nee, man könnte meinen, sie sind Gyomon. Nee, Gyomon macht das ja nicht, weil das wäre ja ein Fehler und Gyomon. Ich habe ihn auch lieb. Bei dir? Void Race. Kannst du mal mit deinen Phoenixes da machen? Schon viele. Ja, aber gegen Prismatic Alignment kann ich da auch nicht helfen. Mein Nexus. Warum hat er nicht mehr gerevelationed? Hat sich gerecalled und dabei gefailed. Und hat alle Void Rays verloren, ne? Nein. Schade. Ich baue mal die Echse nach. Ich bin ja wohlhabend. Wir müssen vorne jetzt aber drauf gehen, Herr Grüx. Der hat schon ganz schön viel. Nö. Gut, dann verlieren wir dann halt. Ja, ich weiß nicht, ich geh doch auf Arkins. Die Idee ist überragend.
Upgrades nehmen wir jetzt auch mal. Da sind wir wieder zeittechnisch genau richtig dafür. Arkens braucht aber nichts mehr Gas. So. Ja, schon 2-2 auf meinen Lufteinheiten. Ich habe auch überlegt, ob ich Immortal Drop spiele, aber das hätte ich nach der Mars-R-Ansage erledigt. Ja, das ich klar. Idiot! Warum hast du denn jetzt da einen Nexus? Ja, ich dachte, da. So. Mars-Echse jetzt einfach. Frag nicht mehr, guck's, frag einfach nicht. Du hättest doch deine Armee einfach zu dem Nexus hincallen können, ne? Das wäre schlau gewesen. Ja, weil ich das so gut weiß. Ich kann das ja so gut, das neue StarCraft. Oder wird der Profi. Ja, aber deshalb sage ich dir jetzt an, was sinnvoll gewesen wäre. Ja, jetzt ist es aber zu spät, ne, übrigens. Ja, aber beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Das stimmt. Ich brauche viel mehr Gas. Storm macht überhaupt keinen Sinn. Hätte ich noch weitere Stargates gebaut? Storm macht sehr wohl Sinn. Da treffe ich. Nein, ja, aber da treffe ich nichts mehr. Das ist nicht schwer zu treffen. Da ist ja nichts da. Also, du kannst ja eigentlich nur treffen gegen Mars R. Sag das mal mir. Wie willst du denn da nicht treffen? Die Frage ist, was macht der andere? Wahrscheinlich ist es ähnlich. Vielleicht waren das sogar beide vielleicht? Ein Upgrade ist complete. Wir mal die ein bisschen hier ab. Chrono Boost. Worker bauen. Ins Gas gehen. Da kommen sie. Wo ist da? Wo ist denn da? Es war nur eine Probe. Aber erstmal Panik machen. Carrier. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Wieso? Ich habe auch Carrier. Achso, dann haben nur ich ein Problem. Die Frage ist halt, ob du mich irgendwie supporten kannst. Am besten mit Storm. Und wenn du Gas über hast, kannst du mir auch was geben. Ich brauche selbst Gas, so viel wie geht. Aber ich habe. Ja, 4 Leute im Gas ist eine Quatschidee von euch, Jungs. Relativ viele Bases genommen, das ist der Nachteil. Das hätten wir eigentlich nicht. Eigentlich hättest du halt auch auf Mars R gehen sollen. Ich verstehe auch nicht, warum du nie auch auf Mars R gehst. Weil das ist, ja, aber das ist langweilig. Ja, du weißt doch, dass die anderen das auch machen. Ja, aber die können ja nichts. Ja, und? Du kannst doch dann einfach mal weisen, dass du das kannst. Bei mir, in der Main. Nein, jetzt habe ich da kein Recall-Möglichkeit. Das ist die Natural, ne, gar nichts. Du hast auch Carrier, ne? Ey, du machst das. Ja, aber mein Nexus ist jetzt down. Ja, nachbauen. Nachbauen und gut ist. Nachbauen und gut ist, ne, Gorix. Nimm nicht den Nexus, den ich genommen habe, aber... 5 von 3 im Gas, das ist natürlich auch eine Idee. Wie viel Supply hast du? 133, Das ist ja gar nichts, was hast du denn gemacht? Recall, 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 Recall. Hab ich gemacht. Du hast jetzt nichts ausgewählt. Du musst schon deine Armee auswählen zum Recallen. Du hast jetzt alles, was unter dem Recall stand, unter dem Nexus stand, gerecallt. Das war natürlich gar nichts. Ist das scheiße. Ja, Recall ist behindert. Das war ziemlich unschön. Zack. Ja, was wir machen, wenn der Mothership Call wäre, das kein Problem gewesen. Aber so der Code Recall. Zarok, nach vorne. Und red nicht so viel Stuss. Einfach pushen jetzt. Okay. Wo bleibst denn du? Du hast ja auch nix, ne? Nach vorne ist da! Wo geht es denn hier genau nach vorne? Okay, meine Base defend. Jetzt bin ich schon vorne. Nee, du bist nicht vorne, du bist auf halbem Weg zwischen vorne und hinten. Okay, lass uns, egal. Du defendest, ich. Ich probier zu defenden. Ja, er fliegt aber wieder weg. Wahrscheinlich zu deiner anderen Base, ne? Oh, der Recall wird dann abgebrochen, das ist aber unschön. Ja, im Base Trade, ne? Ich bin gerade hinten. Du rennst die ganze Zeit einfach im Kreis, oder was machst du? Ich bin gerade hinten bei dir. Na jetzt. Ja,
Die Carrier sind noch hier, also, Ja, die Voidwests sind alle tot. Okay, die Carrier sind noch hier bei dir. Die kommen wahrscheinlich jetzt zu dir. Ja, wäre gut, wenn ich dann... Also, nicht, die kommen nicht sicher zu dir, aber ich glaube, die kommen zu dir, würde ich jetzt sagen. Du rennst immer noch im Kreis, machst du gut. Ich laufe nach vorne, Herr Gorix. Das ist wie zu sagen, Fußballspieler laufen rum. Oh Gott, nee, da wohle ich mich ein, da machen wir nicht. Einfach Mars Pylons hier hin und gut ist. Ich komme jetzt zu dir, ne? Ja, wäre schön, wenn du das auch machen würdest, irgendwann. Ja, die müssen aber alle einzeln durch den Gang gehen, weil, Also ich habe halt deutlich bessere Air-Upgrades, das ist mein Vorteil, aber irgendwann wäre es auch mal gut, wenn du da wärst. Wo rennst du denn eigentlich schon wieder hin? Ich bin da bei dir, ich komme! Nein, das ist doch nicht der Weg, den du rennen solltest. Wo ist denn der Weg? Jetzt komm! Nicht immer hin und her rennen! So, mit Arkins einfach Attack-Move. Ja, er hat sich gerecalled. Jetzt weiter pushen. Nicht die Natural ist uns völlig egal. Einfach pushen. Renn nach vorne, Zalrock. Meine High Templar kriechen jetzt auch hinterher. Ich habe einen Warp Prism, warum nutze ich das nicht? Du musst nach vorne gegen die Carrier fighten. Die haben keine Detection, ne? Doch, doch. Haben wir. Komm, Feedback. Und weiter Storm, immer weiter Storm. Ich bin out of Storm. Nee, ne? Doch, ein Storm habe ich noch. Hier, es lebt leider noch ziemlich viel von ihm. Wäre schön, wenn wir die Carrier wenigstens noch rausnehmen würden. Haben wir gemacht. Wo ist mein Warp Prism denn? Halt nur zwei geht's, ne? Ich hab keinen Gas-Income gerade. Wenn du Gas über hast, sag mir Bescheid. Bisschen. Sollen wir weiter pushen? Ich hab halt 5 Carrier. Ich bin noch vorne drin. Okay. Die Tempest sind noch da, aber ich bin noch vorne drin. Ich hau ihm hier gerade die ganzen Cybercore und so Scheiße weg. Ich nehme mal die Base raus. Der ist noch ein Tempest. Der Tempest wird das nicht überleben. Da ist noch ein Stargate, da können wir auch mal drauf gehen. Ja, das ist gut. Wenn du die Production rausnimmst, ist gut. Ich komme jetzt auch mit den Kerlen dazu. Die Tempest sind noch da, also die Tempest sind noch nicht alle tot. Wo denn? Ich weiß nicht, die sind nach unten geflogen, irgendwo hin. Weil das wäre gut, wenn. Also gegen Carrier machen die halt Bonusschaden. Das ist halt unschön. Ich kann dir nicht hier genau. Hier sind Stargates. Sagen, Sarah, komm mal bitte hier zu dieser Base. Wir müssen hier rauf. Da sind hier auch die Tempest. Ja. Also wenn er nur Attack-Move schießt, ist alles okay, solange er nicht Fokus-Fighter... Ich fokusse die Carrier! Jetzt fokusfeiert er auf mich, da muss ich mich ein bisschen zurückziehen. Weil der one-shottet meine Carrier. Wäre gut, wenn wir eben das Fleet-Beacon rausnehmen würden. Ich fokusse die Carrier, Carrier sind gefokust, Tempest mal auch kaputt, alles gut. Ach komm, ich drück jetzt einfach mit Dingens durch, mit... So, jetzt haben wir auch genug. Ich drück... Mothership da aus dem Nexus, ne? Aber selbst wenn es durchkommt, ist ja egal. Ich drück jetzt einfach durch. Ich drück jetzt einfach mit Stalker durch. Sehr schön. Ja, das Gute daran war, er konnte halt meine Tempest one-hitten durch den Bonus-Damage gegen gepanzerte Air-Einheiten. Aber das hilft dir natürlich gegen Stalker überhaupt nichts. Also Tempest gegen Stalker sind halt machtlos, wenn sie nicht ihre Reichweite ausspielen können. Das stimmt. Ich hatte Blink, ich habe auch meinen Zahlrock-Gedächtnis-Blink gemacht. War das gut wahrscheinlich, dass du so supportet hast und nicht mit Air? Ansonsten hätten selber auch Tempest oder eben auch Phoenixes noch mehr gebraucht. Nelson Mandela hat ab Minute 14,5 gar nichts mehr gemacht. Ja, ich habe die Void Race abgeräumt. Ach so. Er hatte halt komplett Void Race und du siehst, wie wenig ich gedroppt bin. Void Race gegen Carrier sind relativ eindeutig. Und Mothership war auch noch drunter, wobei er, glaube ich, Cannons drunter hatte, um aufzudecken. Naja, hat ja funktioniert, so solltest du aussehen. Gott sei Dank. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr diese Folge klicken. Unten ist ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.